Guten Abend zum ersten Vortrag im Rahmen der Ausstellung Widerstand und Wandel, die 1970er Jahre in Tirol. Es freut mich sehr, dass Anton Pellinger den Vortragsreigen eröffnet, aus zwei Gründen. Das eine ist, ich habe es bei der Eröffnung gesagt, wenn ich da war, wiederhole ich es, es ist keine historische Ausstellung, sondern eine politische Ausstellung und eine Ausstellung, die sensibilisieren soll, dass viele Errungenschaften, die mit viel Widerstand von einigen Leuten oder von damaliger Politik durch Gesetze oder durch Regeln oder durch Gründungen gesetzt wurden, dass die nicht so selbstverständlich sind und man sehr sensibel aufpassen muss, dass wir nicht etwas verlieren. Und die Ausstellung versucht Ihnen zu zeigen und das Buch, wie mühsam es teilweise war, gewisse Selbstverständlichkeiten der Demokratie, in der wir heute leben, durchzusetzen. Und der zweite Grund, warum es mich freut, der Herr Pellinger ist auch Wiener wie ich, hat in Innsbruck studiert, Rechtswissenschaft, und er ist auch in der Ausstellung dokumentiert, weil er 1972 als Dozent an die Politikwissenschaft in Innsbruck gekommen ist. Ab 75 war er Professor. Okay, ein bisschen anders aber. Also? 75 Innsbruck, 72 bin ich Dozent in Salzburg geworden. Aber es macht das ja gar nicht. Entschuldigung. Aber ab 75 in Innsbruck und ist sicher, deswegen sind auch so viele Leute hier, einer der ausgewiesensten kritischen Geister ab den 70er Jahren und in der Reflexion über Politik und Gesellschaft. Deswegen freut es mich sehr, dass Sie heute da sind. Und ich wünsche Ihnen mal einen schönen Abend. Ich empfehle Ihnen das Buch. Bis 20. Juni ist es noch um 19,70 Euro zu bekommen. Danach, oder wenn Sie es im Buchhandel kaufen, ist es teurer. Wesentlich teurer. Doppelt so teuer. Und das andere ist, ich empfehle Ihnen die Ausstellung. Sie ist dicht, aber ich glaube animierend und sensibilisierend. Dann wünsche ich einen schönen Abend und danke fürs Kommen. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich danke zunächst für die Einladung zu diesem Vortrag und zu dieser Diskussion. Und wie schon bei der freundlichen Einbegleitung erwähnt wurde, ich bin in den 70er Jahren zum Tiroler geworden, als eben ein in Wien Sozialisierter mit Zwischenstationen in der Karriere Salzburg, Westdeutschland, Westberlin, bin ich 1975 nach Innsbruck gekommen. Und war mit Klischees konfrontiert, nicht so sehr bei mir, denn ich habe natürlich schon gewusst, was auf mich zukommt in Innsbruck, oder ich habe geglaubt, ich weiß es. Aber ich wurde immer gefragt, wieso wollen Sie unbedingt Ski fahren? Ich fahre nicht Ski, aber das war Innsbruck, das Klischee. Wer nach Innsbruck geht, geht um Ski zu fahren nach Innsbruck. Oder haben Sie nicht Angst vor dem Heiligen Land? Sozusagen die Vorstellung, dass hier ein katholisch-totalitäres System alles beherrscht. Davor habe ich eigentlich auch keine besondere Angst gehabt, obwohl ich damit schon einiges dann zu tun gehabt habe. Jetzt nicht mit dem totalitär-katholischen, aber mit dem traditionell-katholischen, so würde ich es nennen. Tirol war in den 1970er Jahren eigentlich so etwas wie von einem Viergestirn bestimmt, vier Personen, die den Eindruck erweckt haben, dass sie immer schon da waren und immer da sein werden. Das war Eduard Wallnöfer, Alois Lugger, dann der Bischof der Diözese Innsbruck
und der Eigentümer und Herausgeber der Tiroler Tageszeitung Moser. Vier Herren, die aus meiner damaligen Sicht eigentlich schon alte Herren waren, heute würde ich das so nicht mehr sagen, aber die waren sozusagen Tirol für mich. Und daran hat man sich gerieben. Und ich habe mich vor allem dann auch an Mosers Tiroler Tageszeitung gerieben. Die anderen haben mich eher kalt gelassen, wie der Bischof Rusch, oder ich habe sie mit Interesse, mit professionellem Interesse des Politikwissenschaftlers beobachtet, wie Eduard Wallnöfer oder auch Alois Lugger. Eduard Wallnöfer war ja der Landeshauptmann, der die größten ÖVP-Mehrheiten auf Landesebene eingefahren hat, 2/3 Mehrheiten, da wurde dann diskutiert in meinen Kreisen, ist das noch eine Demokratie, wenn die Partei des Landeshauptmannes die verfassungsgebende, verfassungsverändernde, qualifizierte Mehrheit kontrolliert. Und Alois Lugger, der Olympia-Louis, identifiziert mit 2 Olympischen Winterspielen und Präsidentschaftskandidat der Österreichischen Volkspartei 1974. Aber er ist, wie wir wissen, Innsbruck erhalten geblieben. Das waren so Erscheinungen, aber Ende der 70er Jahre war es auch mit ihnen vorbei. Und dann war der Bischof Rusch und das war schon eine Erscheinung, die irgendwie aus dem Gestern gekommen ist, heute noch beobachtet werden konnte, aber bald auch schon nicht mehr da war. Insofern war es wichtig, damals in den 1970er Jahren ihn zu studieren. Ich habe das zum Beispiel getan, dass ich gelegentlich Predigten von Bischof Rusch gehört habe im Dom zu St. Jakob. Und da hat er erzählt etwa das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, die in den Tempel gehen, um zu beten. Und er hat dann assoziiert, der Zöllner ist der bescheidene Konservative und der Pharisäer ist der arrogante Linke. Und Jesus bevorzugt den bescheidenen Konservativen. Alle haben natürlich gewusst, dass damit auch Parteien gemeint sind. Er hat zwar nicht die Parteien genannt, aber die Botschaft war klar. Das zweite Beispiel, Maria Magdalena und Martha. Nach Bischof Rusch war Maria Magdalena das Musterbeispiel, wie eine Frau sein soll, nämlich sie soll dem Herrn dienen. Martha war die, die sich geschäftig im Sinne quasi berufstätig herumtreibt und das war die sekundäre Wahl. Also berufstätige Frauen waren nicht das, was in der Botschaft des Innsbrucker Bischofs das war, was im Sinne des von ihm vertretenen Christentums war. Und dann war die Tiroler Tageszeitung. Und die Tiroler Tageszeitung, man muss sich erinnern, die ist ja heute eine ganz andere Zeitung. Damals war sie ein Kampfblatt mit Monopolcharakter ausgestattet und da hat es so Leute gegeben wie den innenpolitischen Kommentator Kehrer, der in einem legendären Artikel das Elend dieser dekadenten Welt den Juden in die Schuhe geschoben hat und da hat er im Sinne eines von ihm natürlich überhaupt nicht reflektierten Antisemitismus, Juden erfunden, zum Beispiel der Jude Bert Brecht, der Jude Friedrich Engels, Jean-Paul Sartre hat schon vor langem geschrieben, wenn der Antisemit keine Juden findet, erfindet er sie. Also Kehrer hat in der Tiroler Tageszeitung offen antisemitische Artikel publiziert oder Sportredakteur Thiel, Toni Thiel, der hat irgendwann einmal Wacker Innsbruck einen Meistertitel gewonnen und dann hat es irgendwie eine große Feierstimmung gegeben, offenkundig mit
viel Bier und anderen Alkoholiker. Und er hat gesagt, eine Stimmung war das wie im März 1938. Und das hat er nicht kritisch gemeint, sondern so unkritisch Jubel, gleichgültig Jubel, wofür? Das war damals die Tiroler Tageszeitung. Und dagegen wurde angekämpft, auch an der Universität. An der Universität hat es fächerübergreifend Aktivitäten gegeben, um hier die Tiroler Tageszeitung zu entlarven, gleichsam als ein extrem parteiisches, nicht unbedingt parteipolitisch, aber parteiisches Monopolorgan, das hier Intellektualität und Geistigkeit in Tirol verhindert. Das waren so Personen, denn hinter Kehrer und Thiel ist natürlich Herr Moser gestanden und die damals schon wieder vorhandene, aber ich würde rückblickend sagen, verschüchterte israelitische Kultusgemeinde ist nach dem Antisemitismusartikel des Kehrer zu Kommerzialrat Moser gegangen und hat sich beschwert. Und Moser hat gesagt, naja, das ist ja nicht antisemitisch und wenn Sie das zum Thema machen wollen, wollen Sie schuld sein an der neuen Welle des Antisemitismus? Das heißt, wenn es Antisemitismus gibt, sind die Juden schuld. Erstens gibt es keinen und zweitens, wenn es einen gibt, dann sind die Juden schuld. Und die inzwischen ja viel selbstbewusster gewordene israelitische Kultusgemeinde hat sich ganz verschreckt zurückgezogen. Personen, Personalisierung. Und das war auf österreichischer Ebene ja auch nicht so viel anders. Bruno Kreisky hat damals alles überschattet und es war allgemein bekannt, dass der persönliche Draht zwischen Kreisky und Wallnöfer der bestmögliche war. Wallnöfer hat im Kontakt mit dem mit absoluter Mehrheit, ein europäisches Unikum, ein einmaliger Erfolg. Bruno Kreisky hat in den 1970er Jahren dreimal in freien Wahlen die absolute Mehrheit an Stimmen gewonnen. Einmalig. Wallnöfer hat mit Kreisky sich sehr gut arrangieren können und hat immer das Beste für Tirol herausgeholt. Und Kreisky hat mit Wallnöfer ebenfalls ein Arrangement gehabt und damit auch ein bisschen die ÖVP als große Oppositionspartei ruhig stellen können. Es war damals auch in den 70er Jahren auf österreichischer Ebene der Höhepunkt der Sozialpartnerschaft als Fortsetzung der großen Koalition mit anderen Mitteln. Und diese Sozialpartnerschaft wurde in der öffentlichen Wahrnehmung ebenfalls personalisiert. Benia und Sallinger. Die Vorstellung war, wenn die beiden sich treffen, wird alles entschieden und alle sind zufrieden. Da kommt auch hinein das Bild, das in den 1970er Jahren Franz Jonas bei seinem letzten Staatsbesuch vor seinem Tod im Vatikan vom Papst Paul VI. Vermittelt bekommen hat. Österreich ist eine Insel der Seligen. Das hat so ein bisschen das österreichische Selbstwertgefühl auch befördert. Und gemeint war, Österreich ist der Weltmeister im Nichtstreiken. Österreich hat neben der Schweiz von allen liberalen Demokratien die geringste Streikhäufigkeit in der Statistik des Internationalen Arbeitsamtes in Genf gehabt. In Österreich wurde nicht gestreikt, weil man sich Bischof Benia und Sallinger auf der Grundlage der gemeinsamen Philosophie Wirtschaftswachstum erspart uns Verteilungskonflikte einigen konnte. Und das war die Insel der Seligen. Aber im Hintergrund hat es natürlich schon gebröckelt. Es hat gebröckelt. Ich gehe dann noch etwas später auf die Situation an der Universität Innsbruck in den 1970er Jahren ein. Aber es hat gebröckelt, was etwa die Vergangenheit betrifft. Denn die Insel der Seligen ist ja 1945 wiedererstanden, nicht durch einen heroischen Widerstandskampf der Österreicher gegen den Nationalsozialismus,
sondern aufgrund der Konsenspolitik der USA, der Sowjetunion und des Vereinigten Königreiches. Und diese Chance wurde durchaus pragmatisch geschickt ergriffen, aber Österreich gab es, weil die USA, die Sowjetunion und das Vereinigte Königreich wollten, dass es dieses Österreich gab. Und aus diesem Grund und der Begriff Österreich als erstes Opfer wurde ja von den Außenministern der Alliierten geprägt, nicht von Österreich selbst. Und zwar gemeint Opfer des Nationalsozialismus als Staat. Und das wurde dann in Österreich genutzt, verständlicherweise, aber mit großen intellektuellen Argumentationsschwächen, dass ganz Österreich, als auch die Gesellschaft, Opfer wäre, Opfer des Nationalsozialismus. Und wenn irgendetwas Böses geschehen ist, dann waren es die Deutschen, doch nicht wir Österreicher, denn wir waren ja Opfer auch der Deutschen. Dieses bewusste, strategisch-taktische Missverstehen wollen der von den Alliierten formulierten Opfertheorie ist in den 1970er Jahren schon ein wenig aufgebrochen. In den 1980er Jahren, dann im Zusammenhang mit der Waldheim-Affäre, dann quasi endgültig, aber schon in den 1970er Jahren hat es gebröckelt. Etwa, es wurde diskutiert und thematisiert, warum in der Regierung Kreisky die größte Zahl ehemaliger Nationalsozialisten Ministerämter bekommen haben. Es wurde auch, wenn auch rückblickend erstaunlicherweise in sanfter Weise diskutiert, warum Kreisky hier so eindeutig die Partei des früheren SS-Offiziers Friedrich Peter gegen den KZ-Überlebenden Simon Wiesenthal ergreift. Da wurden schon Debatten lebendiger geführt. Das heißt, diese Hegemonie der strahlenden, der alles andere überstrahlenden Persönlichkeiten war schon im Endstadium. Und in der Kirche in Tirol hat ja Ende der 70er Jahre Bischof Rusch einem Nachfolger Platz gemacht, Stecher, der eindeutig eine Abkehr vom hegemonialen Triumphalismus einer nur nach außen hin so selbstverständlich starken Kirche gekennzeichnet hat. In den 1970er Jahren wurde in Österreich und in Tirol das Verblassen der traditionellen Loyalitäten deutlich. Österreich, die Zweite Republik insbesondere, war ja der Parteienstaat schlechthin. Auf der Grundlage des zwischen den Großmächten ausgehandelten Konsenses von 1943 und 1945, errichtet im Wesentlichen von der Österreichischen Volkspartei und der Sozialistischen Partei Österreichs, quasi aufgeteilt. Durchaus im Sinne auch von vertrauensbildenden Maßnahmen bis hinein, ihr bekommt die Kreditanstalt, dafür bekommen wir die Länderbank. Wir haben die FÖS, dafür habt ihr die Alpine Montan. Wir bekommen das Fernsehen, dafür habt ihr den Hörfunk. Das war rückblickend rational, hat Vertrauen gebildet, war auch als Lernerfahrung gegenüber dem Scheitern der Ersten Republik nachvollziehbar, begründbar. Aber in den 70er Jahren ist das langsam zu Ende gegangen, denn es hat hier schon hier Anzeichen gegeben, dass das nicht so weitergehen kann. Es hat schon in den frühen 70er Jahren das Problem Kärnten gegeben. Und hier hat ein sozialistischer Landeshauptmann, Leopold Wagner, die Politik des sozialistischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky konterkariert, der sogenannte Ortstafelsturm. Und dann kam es zur Volkszählung besonderer Art. Hier wurden Slowenen österreichweit gezählt, rückblickend eine eher absurde Idee. Aber da hat es gebrodelt schon und es war nicht mehr so, dass ein selbstbewusster Landeshauptmann, in dem Fall Leopold Wagner, sich einfach
von einem erfolgreichen Parteivorsitzenden und Bundeskanzler die Politik diktieren lässt. Und dann kam in den 70ern Zwentendorf. Und das war ein ganz wichtiges Signal für das Aufbrechen der traditionellen Loyalitäten. Zwentendorf, das schien so klar zu sein. Geplant von einer ÖVP-Alleinregierung unter Josef Klaus, übernommen von einer SPÖ-Alleinregierung unter Bruno Kreisky, abgesegnet vom Konsens Benia und Salinger, im Sinne der Philosophie Wirtschaftswachstum erspart uns Verteilungskämpfe. Statt Klassenkampf, statt der Frage, wie man die Kuchenstücke verteilen soll, bemühen wir uns beide, dass der Kuchen wächst. Dann brauchen wir die Aufteilung nicht ernsthaft thematisieren. Zwentendorf, das war ein Bruch. Denn in Zwentendorf hat sich etwas gerührt, ein Widerstand, der letztlich Zwentendorf verhindert hat. Aus zwei Gründen. Einmal hat sich gezeigt, dass die Logik des Parlamentarismus eine Eigendynamik erfährt. Die Österreichische Volkspartei als große Oppositionspartei, die ja quasi Erfinder von Zwentendorf war aus der Ära Klaus, hat die Chance gewittert, dass sie aus dem Konsens abspringen kann. Und plötzlich war die ÖVP gegen Zwentendorf. Und der Widerstand gegen Zwentendorf, das ist die zweite Ebene, hat vor allem dann junge Leute ergriffen, die nicht mehr oder immer weniger von diesem sozialpartnerschaftlichen Konsens beherrscht waren. Wenn Benia und Salinger sich etwas vereinbart haben, haben wir jeden Grund, das für gut zu halten. Und der Widerstand gegen Zwentendorf, der ja dann in der taktisch-strategischen, elastischen Meisterherrschaft von Bruno Kreisky quasi dann umgewendet wurde, gleichsam Kreisky hat aus der Niederlage bezüglich Zwentendorf einen Erfolg gemacht und Österreich zum Pionier der Atomfreiheit konstruiert. Aber es war die junge Generation. Damit bricht etwas auf und signalisiert, dass ein Faktor der Stabilität abhanden kommt. Ein Faktor, nämlich dass Loyalität generationenübergreifend weitergegeben werden kann. Es wird hier deutlich, dass nur weil meine Eltern immer schon sozialistisch, immer schon katholisch-konservativ waren, heißt das noch lange nicht, dass ich auch sozialistisch-parteiloyal oder ÖVP-parteiloyal bin. Das heißt, die Jugend verlässt dieses Muster der generationenübergreifenden Loyalität. Und damit wird er schon in den 1980er Jahren dann das Zerbrechen der stabilen Wahlmuster deutlich. Aber in den 70ern kündigt sich das an, was dann später in den 1980er Jahren durch das Entstehen einer gerade auch in Tirol erfolgreichen grünen Partei wird, aber auch das rasante Wachsen einer rechtspopulistisch neu positionierten freiheitlichen Partei. Generationen, das ist das große Thema, das sich rund um Zwentendorf ankündigt. Der Generationenbruch und nicht der alte Bruch, den die Weltanschauungsparteien und die Klassenparteien verkörpert haben. 1974 hat Paul Zulehner in einem Aufsatz über den Katholizismus in Österreich diagnostiziert. Die katholische Kirche in Österreich ist auf dem Weg zum Diaspora-Katholizismus. Das heißt, an der Fassade ist alles noch wie bisher. Die Kirchengebäude, die kirchlichen Institutionen werden auch mit staatlicher finanzieller Unterstützung gehalten, wie sie sind. Aber im Hintergrund ist die Fähigkeit der Kirche, Loyalität zu erzeugen, was sich etwa äußert im regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes, bricht weg.
Diaspora, Katholizismus heißt, die katholische Kirche ist bereits und wird immer mehr eine Minderheitenkirche werden, auch wenn sie formell weiterhin gemessen an den formalen Mitgliederzahlen eine Mehrheitskirche ist. Als ich 1975 nach Innsbruck gekommen bin, hat das neu erbaute Gebäude des Priesterseminars der Diözese Innsbruck in Hötting gerade wieder zugesperrt, mangels Nachfrage. In der Theologischen Fakultät der Universität begann sich ein Trend bereits abzuzeichnen, der dazu geführt hat, dass immer mehr Studierende weiblichen Geschlechts waren, deren Berufsbild durch die vorgegebenen Strukturen der katholischen Kirche nicht das Priesteramt sein konnte. Das heißt, die Entklerikalisierung der Theologischen Fakultät, die Entklerikalisierung der katholischen Kirche zeichnet sich ab an diesem fertiggestellten, aber bald wieder geschlossenen Priesterseminar in Hötting in Innsbruck erkennbar. Und in den 1970er Jahren war bereits die politische Mobilität erkennbar. Die Stadt Innsbruck, die ja, was manche vergessen, bei den letzten Reichstagswahlen des kaiserlichen Österreich in beiden Wahlkreisen Sozialdemokraten in den Reichstag geschickt hat. Innsbruck war eine rote Insel im tiefschwarzen Tirol am Ende der österreichischen Monarchie. In den 1970er Jahren hat diese Stadt Innsbruck bei Nationalratswahlen immer mehrheitlich sozialdemokratisch oder damals noch sozialistisch gewählt, aber bei Landtagswahlen mehrheitlich ÖVP gewählt. Und bei Gemeinderatswahlen hat ein Faktor, der nicht hineinzupassen schien, der Tiroler Arbeitsbund TAP, dafür gesorgt, dass weder die ÖVP noch die SPÖ allein etwas tun können. Das heißt, dieselben Wähler haben ungeheuer flexibel und mobil sich unterschiedlich entschieden, je nach Ebene. Kreisgewähler waren Wahlnöferwähler, aber sie waren nicht in gleichem Ausmaß Luckerwähler. Und das zeigt, dass diese Loyalität und Stabilität bereits sehr im Aufbrechen war. In den 1970er Jahren passieren andere Faktoren, die Mobilität beschleunigen. Bildung. Bildung als großer treibender Faktor des gesellschaftlichen Wandels. Bildung als ein Faktor, der vor allem einem Segment der Gesellschaft nützt, den Frauen. In den 1970er Jahren beginnt sich zu verschieben, nicht nur an der schon erwähnten katholisch-theologischen Fakultät, sondern generell. Die Studierenden der Universität werden immer weiblicher. Noch nicht die Lehrenden. Die Studierenden zunächst mit dem daraus entstehenden Erwartungsdruck, dass diese Verweiblichung, diese Feminisierung sich doch auch einmal auf im Bereich der Lehrenden erweisen wird. Das braucht noch seine Zeit, das ist noch nicht 1970er Jahre, aber da beginnt es bereits erkennbar. Und Bildung. Auch in Tirol gibt es in den 1970er Jahren in jedem politischen Bezirk eine höhere Schule, die einen Matura-Abschluss gewährt. Das heißt, in dem doch geografisch zerklüfteten Land, wenn um 1900 eine Bauerntochter in die Zukunft hätte schauen können, geboren 1900, hätte sie sehen müssen, sie hat kaum eine Chance, jemals aus dem Zillertal herauszukommen. Sie hat kaum eine Chance, ein Studium zu ergreifen. Eine 1916 geborene Zillertaler Bauerntochter hätte viele Chancen gehabt und hat auch Realität dann genützt, aus dem Zillertal herauszukommen, über Bildung. Und natürlich spielt hier nicht nur der politische Wille und die Planung, etwa des ÖVP-Unterrichtsministers Biffel-Bertschewitsch, der den Grundsatz noch in den 1960er Jahren formuliert hat, in jedem politischen Bezirk eine höhere Schule,
auch nicht unbedingt primär die Bildungspolitik der Region Kreisky. Das ist der gesellschaftliche Wandel, der etwa entsteht, dass in einer sich modernisierenden, in einer sich rasant modernisierenden Gesellschaft ein starker wachsender Bedarf an weiblichen Arbeitskräften entsteht, außerhalb der Landwirtschaft. Die Entagrarisierung eines Landes, das sich noch immer als Bauernland präsentiert hat, in dem aber der Agraranteil schon weit unter 10% war der Gesellschaft. Diese Entagrarisierung äußert sich auch an einer Bildungsexplosion, deren Hauptträgerinnen und Hauptnutznießerinnen Frauen waren. In den 1970er Jahren gab es auch in Tirol so etwas wie ein Nachbeben, des in Österreich und auch in Tirol nicht so stark spürbaren Jahres 1968. Die 1970er Jahre waren auch die Jahre des Nachwirkens des Geistes, der Aufbruchsstimmung, der revolutionären Erregung des Jahres 1968. Und das hat sich auch in politischen Entscheidungen geäußert. Die Strafrechtsreform von der Regierung Kreisky, von der SPÖ mehr im Nationalrat mit einfacher Mehrheit durchgedrückt, bedeutete die weitgehende Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches und die weitgehende Entkriminalisierung der gleichgeschlechtlichen Sexualität. Kernforderungen des Geistes von 1968, vehement bekämpft, Fußnote. Es hat inzwischen zwei Regierungen gegeben, es gibt schon die dritte, aber da habe ich andere Erwartungshaltungen, ohne Beteiligung der Sozialdemokratie, die Regierung Schüssel und die Regierung Kurz I. Und keiner dieser Regierungen ist auch nur eingefallen, diese Kernstücke der Strafrechtsreform von 1974 rückgängig zu machen. Das heißt, der Zeitgeist der 70er Jahre ist zum Mainstream geworden. Warum haben Schüssel oder Kurz nicht versucht, die Rekriminalisierung der Abtreibung einzuführen? Weil sie gewusst haben, damit kann man keine Wahlen gewinnen. Das heißt, die persönliche Überzeugung der Herren Schüssel und Kurz ist völlig sekundär. Die Gesellschaft ist eine andere geworden und eine Partei muss Wahlen gewinnen und nicht ihr Glaubensbekenntnis umsetzen wollen. In dieser Spätfolge des Jahres 1968 und des Geistes dieses Jahres ist auch die Universitätsreform, und da war ich natürlich besonders auch betroffen, umgesetzt, beschlossen und umgesetzt worden, das UUG oder die Lex Fernberg. Das UUG brachte das Ende einer adelsrepublikanische Verfassung der Universitäten, die Ordinarienuniversität, in der das Kollegium der Professoren, ab und zu konnte man auch eine Professorin, wenn man sich sehr viel Mühe gegeben hat, finden in diesem Kreis, aber im Wesentlichen waren das ältere Herren, die entschieden haben, wer in diesen älteren Kreis aufgenommen wird, entschieden über alles, gedeckt von einem bis 1970 konservativ geführten Minoritenplatz-Ressort, in dem der Geist des Heinrich Trimmel, der die Nachkriegsuniversitätspolitik in den 1950er Jahren auch für die 1960er Jahre geprägt hat, noch sehr lebendig war. Das heißt, die Mitbestimmung kommt an die Universität. Die Mehrzahl der Universitätslehrerinnen und Lehrer, der sogenannte Mittelbau, bekommt nun Mitspracherecht, Mitentscheidungsrecht. Und die große Zahl derer, die ja die Mehrheit an der Universität immer schon gebildet haben, die Studierenden ebenfalls. Eine Demokratisierung anstelle der adelsrepublikanischen elitären Verfassung setzt ein, und das hat Folgen. Das hat Folgen etwa, dass an der Universität Innsbruck gegen den
hinhaltenden, aber letztlich erfolglosen Widerstand der alten Herren Studienrichtungen und Fächer eingeführt wurden, die schon den Ludergeruch des Revolutionären in sich getragen haben. Die Zeitgeschichte wird etabliert und die Politikwissenschaft wird etabliert. Das heißt, hier werden Fächer in den Kanon aufgenommen und damit auch Personen, von denen erwartet wird, von denen man befürchtet hat, dass sie Veränderungen bringen, Veränderungen auch der Sichtweise von Gesellschaft und Politik. Ob Zeitgeschichte und Politikwissenschaft diese Erwartungen erfüllt haben, wage ich nicht zu beurteilen, aber die Abwehrhaltung war mir persönlich sehr wohl erfahrbar. In dieser Zeit beginnt die Universität sich weiterzuentwickeln. Es kommt, nachdem schon Ende der 1960er Jahre eine fünfte Fakultät, die sogenannte Baufakultät, die Universität auch zu einer technischen Hochschule gemacht hat. Die Universität wird im Gefolge des UOG 1975 in kleinere Fakultäten geteilt und sie wird auch mit gesellschaftspolitischen Forderungen etabliert. Zum Beispiel, es gibt ein wachsendes Interesse an Gender Studies, das heißt an der Bruchlinie zwischen Frauen und Männern. Was bedeutet das? Wie wirkt sich das aus? Die sogenannte Frauenproblematik, die natürlich auch eine Männerproblematik ist, kommt langsam ins Bewusstsein der Universität und wird dann später in den 1980er Jahren auch so etwas wie einen unaufhaltsamen Siegeszug. Für viele zu langsam, für viele nicht ausreichend, aber doch eine massive Veränderung bewirken. Johanna Donald wurde ja in den späten 1970er Jahren zunächst Staatssekretärin und an der Universität wurde Simone de Beauvoir gelesen und Margaret Mitchell zum Beispiel. Das heißt, es gibt hier eine Veränderung der Perspektive in den 70er Jahren noch in Ansätzen, später sich verbreiternd und massiv Veränderungen bewirkend. Und es gibt vor allem auch in Tirol spürbar, noch immer mit dem Image des Heiligen Landes ausgestattet oder belastet, wenn man will, massive Veränderungen. Die Säkularisierung eben, das Wegbrechen der den Alltag bestimmenden Kirchlichkeit, die sich weniger in Austritten aus der römisch-katholischen Kirche äußert und mehr in der rasanten Abnahme der Sonntagsgottesdienstbesuchsfrequenz. Das heißt, da gibt es ja Statistiken, die von der Diözese nicht sehr gerne veröffentlicht werden, aber die zeigen, das bricht einfach weg. Die Folge ist dann, dass ab den späten 1980er Jahren die Diözese Innsbruck beginnt, polnische Priester zu importieren. Und nachdem der Import aus Polen auch schon versickert, indische Priester zu importieren, auch dank der guten Kontakte der römisch-katholischen Fakultät zur Universität Pune in Indien. Das heißt, das heilige Land Tirol, wo ist die Struktur der Kirchlichkeit geblieben? Sie verdämmert, sie ist immer weniger erkennbar. Ich komme zum letzten Punkt meiner Ausführungen. In den 1970er Jahren gibt es zwei Megatrends, die sich deutlich abzeichnen. Die Feminisierung, schon erwähnt, zunächst in der Öffnung von Mobilitätschancen, von Bildungschancen, von Berufschancen für Frauen. Später auch im Politischen. Irgendwann in den 1980er Jahren setzt sich die Auffassung durch, es darf keine Landesregierung geben, in der nicht mindestens eine Frau
Regierungsmitglied ist. Und es gibt andere Phänomene der Reaktion der Politik auf die Feminisierung. Aber das andere ist die Europäisierung und Globalisierung. Und das war für Innsbruck und für Tirol von besonderer Wichtigkeit. Auf der österreichischen Ebene wurde 1973 ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft geschlossen, ein Vorbote des später geopolitisch ermöglichten Beitritts zur Europäischen Union und damit das faktische Ende der EFTA, der Europäischen Freihandelsorganisation. Denn klar, das Zentrum der europäischen Integration, das auch Österreich und Tirol langsam in seinem Bann zieht, ist nicht die EFTA, sondern die EG, ist nicht Genf, sondern Brüssel. Im ökonomischen Anpassungen an Weltstandards, die Hartwährungspolitik der Regierung Kreisky, auch die Einführung der Mehrwertsteuer, psychologisch äußerst heikel in den 1970er Jahren, weil das also zunächst als Teuerung wahrgenommen wurde, aber es war eine Anpassung an westeuropäische Standards, durchgezogen von der Regierung Kreisky. Und auch, und rückblickend können wir sagen, als letzter Höhepunkt der österreichischen Neutralitätspolitik, die österreichische Beteiligung an der Schlussakte von Helsinki 1975, unterzeichnen die Sowjetunion, die USA, alle europäischen Staaten, einschließlich auch Kanadas, die Schlussakte von Helsinki, und damit war scheinbar festgeschrieben die Aufteilung der Welt in eine östliche Interessensphäre und eine westliche Interessensphäre. Und im Vorfeld dieser Schlussakte hat die Gruppe der N&N, der Neutrals and Non-Alliance, eine Rolle gespielt. Und da war Österreich dabei. Österreich, die Schweiz, Schweden, Finnland, Jugoslawien spielten eine Rolle bei der Vermittlung dieses Helsinki-Schlussakkords, weil sie eben nicht Mitglieder des Warschau-Paktes oder der NATO waren. Diese Festschreibung der Grenzen zwischen Ost und West stellten sie allerdings bald als sehr zerbrechlich heraus, aber das konnte man 1975 nicht wissen. Und Ende der 1980er Jahre war es damit auch schon wieder vorbei und damit wohl auch mit dem harten Kern der Funktion der österreichischen Neutralität. In den 1970er Jahren kommt auch die ökonomische Öffnung des Landes zum Ausdruck. Gastarbeiter. Tirol zunächst noch nicht so unmittelbar betroffen, aber in Wien hat es schon eine Plakatkampagne der Stadt gegeben, um die Fremdenfeindlichkeit, die Xenophobie nicht unbeantwortet zu lassen. Das berühmte Plakat: Ich hasse Kollerich, du hast Kollerich, warum sagst du zu dir? Ein Rückblick, ein fast harmlos sanfter Vorbote dessen, was wir heute erleben im Zusammenhang mit Migration und Fremdenfeindlichkeit. In Tirol hat diese Europäisierung und Globalisierung ganz wesentliche, spezifisch tirolerische Folgen gehabt. Das Südtirol-Problem wird quasi beschlossen und erledigt im Sinne der Paketlösung, statt der einer langen Zeit auch von regierungsoffizieller Seite genährten Illusion einer Grenzverschiebung, tritt die Praxis der Grenzrelativierung. Der Grenzrelativierung, das heißt, die Brennergrenze bleibt, aber sie wird für das gesellschaftliche Leben, für die Ökonomie, für die Kontakte zwischen Menschen immer weniger wichtig. Das heißt, Südtirol hört auf, explosiv zu sein in den 1970er Jahren.
Die Arge Alp wird von einer zunächst wahrgenommenen Gemeinschaft der Revisionisten zu einer interethnischen Gemeinschaft durch die Einbeziehung der italienischsprachigen Region Trient. Auch das ein Zeichen, dass die alten ethno-nationalistischen Grenzen in den 1970er Jahren langsam an Definitionsmacht verlieren. Die Universität wird immer internationaler. Ab den 1970er Jahren gibt es etwa die Summer School der University of New Orleans, die jedes Jahr eine große Zahl von amerikanischen Studentinnen und Studenten im Sommer nach Innsbruck bringt, damit auch Studentenheime in der Sommerpause füllt und auch die Gebäude der Universität in der Sommerpause einer gewissen Nutzung zuführt. Der Tourismus ist in den 1970er Jahren als Motor der Durchlässigkeit erkannt. Studien haben gezeigt, schon in den 1970er Jahren hat das Zillertal mehr Fremdenbetten als die ganze Stadt München. Tourismus als großer Motor, übrigens natürlich auch für die Mobilität von Frauen in der Gesellschaft, die gebraucht werden in der Tourismusindustrie. Und es gibt die verkehrsmäßige Öffnung. Rückblickend ist festzuhalten, es hat keinen aktiveren Befürworter der Brennerautobahn gegeben als Eduard Wallnöfer. Mit seiner berühmten Aussage: Ich weiß noch aus meiner Kindheit, was Armut für Tirol heißt. Die Autobahn wird helfen, dass dies nicht wieder eintritt. Warum? Weil es den Fremdenverkehr, weil es den Handel bringt, dass es auch ökologische Kosten hat, wurde das sozusagen in Kauf genommen als ein zumutbarer Kollateralschäden. Der Arlbergtunnel wird in den 1970er Jahren fertiggestellt. Damit erhält die durch die Brennerautobahn unterstrichene Nord-Süd-Verbindung, ergänzt durch eine Ost-West-Verbindung. Das heißt, Innsbruck wird zum Drehkreuz, zu einem europäischen Verkehrsdrehkreuz gemacht und öffnet damit sich in alle Richtungen. Die Olympischen Spiele 1976, die zweiten, ein bisschen durch Zufall entstandenen, durch die direkt demokratische Entscheidung des ursprünglich als Ausstattungsort gewählten Denver in Colorado, ist Innsbruck quasi gnadenhalber noch einmal die Chance eröffnet worden, Olympische Winterspiele zu organisieren. Auch ganz interessant, damit wird eine Neigung in Tirol, sich von Wien und von Österreich abzugrenzen, auch langsam aufgelöst. Schon 1972 wurde der Tiroler Karl Schranz zu einem österreichnationalen Helden, als das Opfer von Sapporo, einer Weltverschwörung, die aber nationalen Stolz produziert hat, einen österreichischen nationalen Stolz, dessen Symbol ein Tiroler war. Und es kommt zu einer Entidyllisierung des Tirolbildes in den 1970ern. In den 1970er Jahren beginnt die literarische Karriere Felix Mitterers, der vielleicht wie keine zweite, kein zweiter verdeutlicht, dass die Bilder vom Heiligen Land, dass die Bilder von der Idylle im Bauernhof nie gestimmt haben und erst recht jetzt nicht mehr stimmen. Tirol wird in dem Sinn offener und Tirol lernt zu akzeptieren, dass es nicht so anders ist als die anderen. Und das war ein Beitrag der 1970er Jahre. Tirol wird ein Stück hineingeführt in die Welt, wie sie ist und nicht, wie sie als Tiroler Perspektive speziell für Tirol sein soll. Danke für die Aufmerksamkeit.